Tatjana, die Gegenoffensive der Ukraine, die läuft. Viel wurde immer gesprochen in den vergangenen Wochen darüber. Ist es eine Großoffensive? Wie wird die Gegenoffensive aussehen? Ist das, was wir sehen, die erwartete Großoffensive? Es sind die Anfänge einer Großoffensive, es sind die Anfänge, die vorbereitenden Anfänge sozusagen dessen, was dann irgendwann, und wann weiß im Moment niemand, ich glaube, nicht mal auf ukrainischer Seite ist man sich so ganz sicher, wann man denn tatsächlich den ganz großen Schlag führen wird, dass all das, was jetzt passiert, braucht man, um es vorzubereiten. Wir hatten gestern Gelegenheit, mit einem hochrangigen Soldaten der ukrainischen Armee relativ lange zu sprechen, der eben unter anderem auch sagte, nee, nee, das hier ist jetzt noch nicht der große Schlag, den wir hier führen. Das sind vereinzelte kleinere Schläge, die wir aber brauchen, um vorzubereiten, um den Gegner zu verwirren, um russische Truppen von A nach B zu jagen gewissermaßen, damit dann woanders eben Öffnungen entstehen, in die man hineinkommen kann. Man darf aber nicht vergessen, weil es klingt immer so, als wenn von russischer Seite da nichts vorbereitet worden wäre. Dem ist natürlich nicht so. Da sind mehrere Verteidigungslinien aufgebaut worden, wobei eben vor allem die hinteren sehr, sehr massiv sind. Und die werden dann eben für die Ukrainer, wenn es denn dann soweit ist, eine echte Herausforderung sein. Wir sehen das unter anderem ja auch daran, dass zum Beispiel von all dem, was an großen, an schwerem westlichen Gerät geliefert wurde, das wird jetzt noch nicht wirklich in Masse eingesetzt. So ist das noch nicht. Das ist alles hier im Moment noch in der Vorbereitung. Aber bereits jetzt in der Vorbereitung, so sagen es die Ukrainer zumindest, können sie kleinere Geländegewinne sozusagen erzeugen und zurückerobern, Gelände und Territorien. Und da muss man aber eben auch immer im Hinterkopf behalten, alles das, was ich zurückerobere, muss ich dann eben auch halten. Und dieses Halten bindet eben auch Kräfte. Tatjana, danke schön nach Saporischschja. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.